Das ist der Wahnsinn. Spezielle Trampoline sorgen bei Big Bounce für atemberaubende Sprünge und Action. Das olympische Trampolinturnen sieht da erstmal kinderleicht aus, zumindest von außen betrachtet. Was sehen Sie, wenn Sie in diese blauen Augen schauen? Richtig pure Angst. Ich soll nämlich Trampolin springen und alles, was mit turnerischen Dingen zu tun hat, kann ich überhaupt nicht. Gerne alles, wo ein Ball dabei ist. Aber hier heute mit Zielsetzung einen Salto hinzukriegen, huaha. So sieht das aus, wenn man es richtig kann. Frau Pittner, Zielsetzung, meine persönliche Zielsetzung, ich will hier heute einen Salto hinkriegen am Ende auf dem Trampolin. Ist das für jemanden, der gar keine Ahnung hat, realistisch? Ist schwierig, aber wir versuchen das Beste hinzukriegen. Der geneigte Sportästhet geht jetzt vielleicht lieber mal an den Kühlschrank. Elegant geht anders. So, immer versuchen, auf dem Trampolintuch die Beine ein bisschen auseinander zu lassen, dass sie einen festen Stand kriegen. Und dann versuchen mit den Armen ein bisschen wie beim Schwimmen, vorne hoch und an der Seite runter. Wie hoch bin ich jetzt? 40 Zentimeter. Mir kommt es vor wie 8 Meter. Ja. Ein Sitz oder ein Rücken kriegen Sie hin. Die Füße gegen das Tuch drücken und die Hände gegen das Tuch drücken, dann kommen Sie da wieder raus. Das Trampolin gibt Ihnen Schwung mit. Genau, yeah. Yes. Sie machen einen Strecksprung, Arme hoch und wenn Sie oben sind, gehen auch Ihre Knie hoch. Und die Hände an die Knie. Genau. Und die Hände dann gleich wieder hoch, dass sie das Gleichgewicht halten können. Und die Hüfte schön gerade lassen, wir sind nicht beim Tanzen. Ja, das war super. Kurze Info zu diesem tollen Sport. Das Trampolinturnen ist seit den Spielen 2000 in Sydney olympisch. Die Sprungfläche misst mindestens 1,80 Meter x 3,60 Meter. Der optimale Druckpunkt liegt genau in der markierten Mitte. Puh, und jetzt der Augenblick der Wahrheit. Ich muss meinen Salto bringen. Salto geht nicht. Nee, ne? Sieht leichter aus, als es ist, gell? Satz mit X, Salto war nix. Ich bin am Boden zerstört. Ich hasse es, wenn ich im Sport irgendwas nicht schaffe, was ich mir vornehme. Aber es ist wirklich brutal schwer, zu gefährlich, wenn man nicht geübt ist. Aber ich habe zumindest die Rückenübung geschafft und man hat mir gesagt, das ist schon ein Drittelsalto, also fehlen mir nur noch 2 Drittel. Und ich werde trainieren und ich schaffe den Salto dieses Jahr noch, vielleicht. Und dann sieht das bei mir auch so aus.